So. Gucken wir uns den Laschi an, oder? Was der wohl so alles Schöne zu sagen hat. So, Gerassabowas, mit seiner Frau Elisabeth, die schrie Hurra, Victoria, Gloria. Heute Morgen war Laschet noch ohne Pressebegleitung in Altena. Er wolle in so einer Krisensituation keine Bilder produzieren, wie der damalige Bundeskanzler. Da habe ich ein sehr gutes Bild zugesehen. Ich gucke mal, ob ich das noch finde. Hier, das ist das Bild. Das ist schon geil, oder? Schröder im Hochwasser 2002, sagte er später. Die Staatskanzlei verschickte sie dann trotzdem via Twitter. Heute Zuspruch für die... Zufällig. Die Staatskanzlei hat die Bilder ganz zufällig gemacht und ganz zufällig bei Twitter verschickt. Das war alles reiner Zufall. Null kalkuliert. Das war alles rein zufällig. Feuerwehrleute in Hagen. Bis gestern allerdings Funkstille auf den Social-Media-Kanälen des Landes. Ich erwarte schon, dass ein Ministerpräsident sich auch zu Wort meldet und auch Anteil nimmt an dem, was die Menschen in Nordrhein-Westfalen gerade erleben. Und auch organisatorisch sieht die Opposition die Landesregierung schlecht aufgestellt. Der Ministerpräsident hat die Kommunen ja gelobt für ihre schnelle Reaktion, richtigerweise, und lobt bei den Kommunen das, was die Landesregierung eben nicht gemacht hat. Die Krisenstäbe schon einzuberufen in dem Moment, wo noch die Sonne schien, und sich vernünftig auch auf so eine Situation vorzubereiten. Gestern Nacht gewaltige Fluten und Räumfahrzeuge der Bundeswehr im Einsatz. Absurd. Der Krisenstab des Landes hat aber immer noch nicht getagt. Absurd. Morgen will allerdings das Kabinett in einer Sondersitzung über Konsequenzen angesichts dieser Bilder beraten. Klar ist, diese Katastrophe hat auch für den Ministerpräsidenten mit dem Klimawandel zu tun. Aber NRW... Ach was? Auch mit was? Das kann ich mir nicht vorstellen. ...er sei im Kampf gegen die Erderwärmung führend. Wir werden immer wieder mit solchen Ereignissen konfrontiert werden. Und das bedeutet, dass wir bei den Maßnahmen zum Klimaschutz mehr Tempo brauchen. Erst Kanzlerkandidat der CDU. Erst Kanzlerkandidat der CDU. Klimawandel, seit wann ist das jetzt eigentlich so ein großes Thema? Weltweit. Denn der Klimawandel entsteht ja nicht in einem Bundesland, richtig, sondern weltweit. Weltweit. Da können wir Deutschen gar nichts machen, wenn China nicht mitzieht. Jetzt auch mal ganz realistisch gesprochen. Aber dass jeder seine Maßnahmen jetzt treffen muss. Und da gibt es eine Menge zu tun. Flächenfraß, Deichbau, Kanalsanierung und den jetzt betroffenen. Ja, die haben über 2035, ne, Ursula von der Leyen, der Beschluss, Verbrennermotoren abzuschaffen. Können keine neuen Verbrennungsmotoren mehr 2035 nach 2035 gebaut werden. Armin Laschet sieht das, ist dem skeptisch gegenüber. Betroffenen Kommunen muss auch geholfen werden. Die Frage ist, in welcher Funktion Armin Laschet diese Probleme demnächst angehen wird. Und zwar im A8 Diesel. Ne? Diese Frage kann er uns selbst nicht beantworten, aber hoffentlich einige andere. Wir können jetzt sprechen mit dem Ministerpräsidenten, mit Armin Laschet. Guten Abend nach Aachen. Grüße Sie, guten Abend. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Halt Klima. Ne? Klima über alles. Sie fordern heute mehr Tempo beim Klimaschutz. Bedeutet das, Sie haben heute tatsächlich neue Erkenntnisse gewonnen? Hallo, ich bin der Armin, ich mag Kohle. Neue Einsichten, ein anderes Bewusstsein durch dieses Jahrhundert Hochwasser, das viele Leid? Nö. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, als erstes ist auch jetzt nicht die Zeit, politische Forderungen zu stellen, sondern an die Menschen da zu denken. Es sind Menschen ums Leben gekommen und es war wichtig, dass man bei denen ist, denen zuhört, Hilfe zusagt. Und es wird am heutigen Abend noch weitergehen. Ich werde ebenfalls noch in die Region, die Sie eben beschrieben haben, an der Ficht gehen, wo ebenfalls Menschen auf Rückendeckung des Landes warten. Jetzt zu Ihrer Frage, ob der Klimawandel... Und was macht er dann da? Currywurst essen oder was? Heute bewusst geworden ist, nein, denn wir steigen, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, aus der Braunkohleverstromung aus. Wir sind das Bundesland,
das mehr als jedes andere Bundesland CO2 reduziert. Das hat auch die Bilanz vor einigen Tagen gezeigt. Unsere Umweltministerin Ulla Heinen-Esser hat das erste deutsche Klimaanpassungsgesetz durch den Landtag gebracht, das genau den Bürgern hilft, über die wir heute gesprochen haben. Ich weiß das. So, das war das heute ich keine neue Erkenntnis. Ich kenne die Zahlen, ich Na, kenne das nicht. Datum, ich weiß, ja wann wir aus der Braunkohle aussteigen, aber Sie sind bisher nicht gerade als Klimaschutzaktivist aufgefallen. Sie haben sich schützend vor die Braunkohle gestellt. Sie haben Windenergie. Fährt doch heute Abend noch und stellt sich auch in persona schützend vor die Braunkohle. Energie in NRW eher behindert als gefördert. Also ist das für Sie jetzt kein Wendepunkt? Finger weg von der Braunkohle. Frau Wieseler, ich weiß nicht, ob wir jetzt da eine politische... So, Bruder, das ist doch, also... Debatte beginnen. Ich bin kein Aktivist, sondern Ministerpräsident. Und die Landesregierung handelt. Und Sie wissen, aber mich wundert, dass Sie jetzt so einen parteipolitischen Streit beginnen wollen. Rot-Grün hat noch beschlossen, Braunkohle bis 2045 in Nordrhein-Westfalen abzubauen. Seit ich im Amt bin, habe ich den bundesweiten Kohleausstieg mitverhandelt. Und wir haben eben die Tagebaue verkleinert und lassen Milliarden Tonnen Braunkohle im Boden. Das ist das, was ich machen kann, seitdem ich Ministerpräsident bin. Das ist seit 3 Jahren und die Abstandsflächen beim Wind können wir auch noch gerne diskutieren. 10 Kilometer übrigens, ne? Abstandsfläche beim Wind, 10 Kilometer. Was ein Schwachsinn. Was ein Unsinn. Gelten in mehreren deutschen Bundesländern. Herr Laschet, aber auch das eignet sich nicht in einer... Nein, ich möchte die Antwort bitte geben, wenn Sie eine Frage stellen. Darf ich Ihnen nur antworten? Das haben alle deutschen Bundesländer. Und in Brandenburg ist der Abstand 1000 Meter. Da ist... 1000 Meter? Ist es 1 Kilometer, nicht 10? Ich dachte, das wäre H10. Ich dachte, das heißt H10. Ist das, oder sind die 10 Kilometer Abstand zu anderen Dingern? Frau Baerbock mit in der Koalition, mit ihrer Partei. Deshalb würde ich uns beiden empfehlen. Jetzt Höhe des Windrades. Dankeschön. Das war die H10. Jetzt nicht Parteipolitik zu machen, sondern alles zu tun, Herr Laschet, dass diese Krise überwunden wird. Mir geht es um was ganz anderes. 10-mal so viel Abstand wie hoch. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt haben wir es. Aber 1 Kilometer ist trotzdem Schwachsinn. Ob es 10 wären, absurd, da hätte ich auch selber drauf kommen können, aber 10 sind, aber selbst einer ist noch Schwachsinn. Ich glaube, das ist hier ein Wendepunkt und da bin ich nicht allein. Die Menschen wissen jetzt, sie spüren, sie erleiden, was der Klimawandel bedeutet. Das ist ein Jahrhundertereignis. Und da muss man einfach umsteuern. Sie sagen, Sie tun was für den Klimaschutz, natürlich, aber Sie tun es in feinen Dosen. Sie reichen nicht das Steuer rum. Doch. Nö, doch. Nö, doch. Ich kann ja nicht mehr machen als das Bundesland, das so viel CO2 einspart wie nirgendwo in Deutschland. Ja. Wir waren bei der Windenergie. Doch, man kann mehr machen. Im letzten Jahr beim Zubau auf Platz 1 in Deutschland. Also ich werde mich bemühen, wir werden noch mehr machen können. Aber ich teile auch nicht Ihre These, dass die Leute... Bimmelberta spendet 3,33 €. Wenn Hoyers den Mindestabstand zur Braunkohle nicht einhalten, werden die weggebaggert. Sie sagt ja, 1 Kilometer Mindestabstand nicht nur zur Braunkohle, sondern auch zum freien Markt. Ich hätte erst ab heute glauben, dass der Klimawandel zuschlägt. Wir haben die Hitzebilder aus Kanada gesehen. Wir merken doch alle, was sich in der Welt verändert. Und jetzt im Moment merken wir es in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Nein, wir merken es eben nicht. Ansonsten hätten wir 45% Stimmen bei den Grünen. Dann nochmal 20 bei der SPD. In ganz besonderer Weise. Deshalb ist es richtig, jetzt mehr Tempo zu machen beim Klimaschutz. Das ist das, was ich seit vielen Monaten aber sage. Aber was bedeutet das konkret? Und das wir tagtäglich umsetzen. Also das bleibt mit dem Rahmen, wie Sie das bisher schon gefordert Ersparnis, haben. Das hat sich jetzt nicht verändert. Dass Sie sagen, wir müssen früher raus aus der Branche. Nein, Entschuldigung, Frau. Weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Das Ziel CO2 reduzieren muss ein langfristiges sein. Richtig. Wir haben die Summen für Klimaschutz versiebenfacht. 2045, 2060, junge Pressefrau jetzt. 2060 ist doch langfristig. Ist ein Marathon, kein Sprint, Frau. Wir sind in Nordrhein-Westfalen dabei,
unsere Industrie, die Stahlindustrie, die chemische Industrie, Das mit dem Klima sollte man auch mal entspannt angehen. Der Monat ist der wichtigste. Einfach auch mal entspannt angehen, den Aal. Mal ein bisschen Abstand halten und sich das Ganze von draußen angucken. Auch mal das Ganze erstmal wirken lassen. Ne? Und gucken, wie sich das entwickelt. Ne? Und auch, was China macht. Das darf man ja nicht vergessen. Ändern, dass kein CO2 mehr ausgestoßen wird. Das ist ein langer Prozess. Ja, da können wir auch gar nicht ändern. CO2 wird auch ausgestoßen, wenn du ausatmest. Sollen wir jetzt hier alle aufhören zu atmen, oder was? fordern Sie das? Ja, dann ich gehe mit gutem Schritt voraus. Und kein anderes Land geht so voran wie Nordrhein-Westfalen. Ich habe vor wenigen Tagen erst bei Evonik in Marl eine neue Anlage eröffnet, wo CO2 reduziert wird. Wir haben am gestrigen Tag... Ausgestoßen, ne? Also da wird auch CO2 ausgestoßen, aber es wird reduziert ausgestoßen. Ne? Was das Maß ist, ne? Das spielt erstmal keine Rolle. Tag 3 Steinkohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen. Die tut ja so, als würde uns der Klimawandel heute schon betreffen. Frau. Na, hören Sie mal zu jetzt, Frau. Schnauze jetzt, Frau. In Westfalen abgeschaltet, nachdem die Bundesnetzagentur hier die Genehmigung erteilt hat. Also mehr als Treiber in Deutschland sein, kann dieses Land Nordrhein-Westfalen leider nicht. Herr Laschet, was ist denn Ihr Gefühl zu diesem Drama in Nordrhein-Westfalen, das Sie heute gesehen haben? Ja, das ist vielleicht die wichtige Frage, die auch viele Zuhörerinnen jetzt bewegt. Wenn man erlebt, dass, ich habe mit den Feuerwehrleuten gesprochen, die einen ihrer Kameraden verloren haben. Der hat einen anderen gerettet, 46 Jahre alt, Familienvater. Sein eigener Sohn wollte ihn noch halten und er ist dann von den Fluten weggerissen worden. Das sind Schicksale, die wir erleben. Wir haben über 20 Tote in Nordrhein-Westfalen. Wir haben die Bilder aus Rheinland-Pfalz gehört. Ich habe auch mit den Kollegen anderer Parteien, auch Ministerpräsidenten anderer Parteien gesprochen. Die bewegt an einem solchen Tag, wie kann man solidarisch sein, wie kann man helfen. Und wenn das überwunden ist, dann reden wir wieder über parteipolitische Fragen. Und deshalb ist mir diese Frage... Das ist Parteipolitik! Ach Gott, bitte hör doch auf hier. Als Laschet heute Altena besuchte, wusste in der Stadtverwaltung niemand davon. Vor den Fluten gab er der Bild ein Interview. Aus dem Rathaus hieß es, Herr Laschet war definitiv nicht vor Ort. Moment, der ist da nur zu einem Interview hingefahren, oder was? Bissam, bleiben Sie mal ganz kurz stehen. Was ist denn mit der Goldmünze passiert? Hoppala. Reicht doch auch. Was soll er denn sonst machen? Hinfahren und vor Ort ein Interview geben. Ja? Donald Trump hat's vorgemacht. Fehlt nur noch, dass er so eine Bibel in der Hand hält. Frage, die wichtigste, die Sie mir gestellt haben, denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erwarten genau das, dass man Empathie empfindet für die Menschen, die in diesen letzten Stunden sehr, sehr viel verloren haben. Ich weiß nicht, ob es Parteipolitik ist, aber es wäre wichtig, dass die Politik was tut, dass sowas jetzt nicht häufiger passiert. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Aber das, ich sage Ihnen auch, ja. Nee, sagen Sie. Sagen Sie. Naja, die Politik tut das. Das können wir ja in Deutschland tun. Ja, aber das, genau, Sie, das haben Sie ja dargelegt. Die Frage, wie wir den Klimawandel bekämpfen, ist eine internationale Frage. Da muss auch China mitziehen. Ich hab's von Anfang an gesagt. Wenn China nicht mitzieht, dann können wir hier in Deutschland machen, können wir uns auf den Kopf stellen. Können wir alle aufhören zu atmen und können auch alle aufhören, Latte Macchiato zu trinken. Können wir alle aufhören, auch Latte Macchiato zu trinken. Wenn die Chinesen nicht aufhören, Latte Macchiato zu trinken, dann wird das nichts. Mit Klima. Hashtag Kohle 2060. Jetzt so zu banalisieren. Das ist uns natürlich auch total bewusst, aber Sie sind ja auf dem Weg, Bundeskanzler zu werden. Und deshalb, da haben Sie ja dann noch viel mehr Einfluss. Ist es auch gut? Ist auch gut so, wenn ich bin. Ist auch gut so, dass ich mehr Einfluss habe dann. Frau, deshalb ist es auch sehr gut. Frau, jetzt hören Sie doch mal, Frau. Frau, hallo, hier spricht gerade ein Mann. Frau, hören Sie mal zu.
gut, Gisela, dass wir das gemeinsam machen. Nein, sie heißen Frau. Wie Gisela. Hören Sie mal auf, als ob ich Sie mit dem Vornamen ansprechen würde, Gisela. Seien Sie mal still jetzt, Frau. Deshalb ist es, Frau Wiesela, ich weiß, wie Sie heißen. Ist mir ist nur egal. Dann ist es gut, dass wir das gemeinsam machen und dass wir da internationale Lösungen auch finden. Wir müssen unseren Teil leisten als Bundesrepublik Deutschland und auch als Land Nordrhein-Westfalen. Und noch einmal, kein Land spart so viel CO2 ein wie wir. Und auch kein anderes Land haut so viel in die Luft wie NRW. Das ist auch, ne? Wir brauchen noch mehr Tempo. Das war meine Botschaft. Auf der deutschen Autobahn, ne? Hashtag kein Tempolimit. Da sind wir uns, glaube ich, dann völlig einig. Vielen Dank, Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident. Ey, Tütenmaus, halt mal Wippe! Mario Hana, Ganja, auf dem Server, Bong an.